Trump ist nur das Symptom einer tektonischen Verschiebung. Und keines der Probleme verschwindet, wenn er nicht gewählt wird. Sehr geehrte Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen zur 25. Reichmuth und Co. Lecture heute mit unserem Gast Eric Guyon zum Thema Lassen die USA Europa im Stich, der amerikanische Isolationismus und die Präsidentschaftswahlen. Amerika den Amerikanern. Nein, diese Worte stammen nicht von Donald Trump. Sie stammen von John Quincy Adams aus dem Jahr 1823. Außenminister der USA unter James Monroe, nachmaliger, wenn auch glück- und glanzloser, sechster Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Sohn des vormaligen Präsidenten John Adams aus der Generation der Gründerväter und teilweise Verfasser der Monroe-Doktrin, die die Grundzüge einer langfristigen Außenpolitik der Vereinigten Staaten von Amerika skizzierte. Warum sollte uns das interessieren? Eric Guyon, unser heutiger Gast, spricht an der 25. Reichmuth und Co. Lecture zum Thema, Sie haben es gehört, lassen die USA Europa im Stich? Fragezeichen, der amerikanische Isolationismus und die Präsidentschaftswahlen. Präsidentschaftswahlen und amerikanischer Isolationismus, damit verbinden sich gleichsam Hoffnungen wie auch Befürchtungen, damals wie heute. Und sie lassen sich auf die Monroe-Doktrin zurückführen, auf John Quincy Adams und die Präsidentschaftswahlen. Und das sollte uns interessieren, gerade heute, 5 Tage vor der Wahl ins Präsidentenamt, Harris gegen Trump, Trump gegen Harris. Als James Monroe am 2. Dezember 1823 vor dem Kongress für die State of the Union Address zum Rednerpult schritt, ist er bereits über 6 Jahre Präsident. Und sein ehrgeiziger Außenminister schickt sich an, der nächste Präsident sein zu werden. Die Vorbereitungen für den Wahlkampf sind in vollem Gang. Und in dieser Situation sagt Monroe 2 Kernsätze. Und zwar 2 Kernsätze, die interessanterweise erst Jahrzehnte später als Monroe-Doktrin bezeichnet werden. Erstens erklärt Monroe, der gesamte amerikanische Kontinent sei für weitere Kolonisierungsversuche der Europäer geschlossen. Die bestehenden Kolonien, insbesondere Lateinamerikas, werde man nicht antasten, aber jeden Versuch zur Rückeroberung ehemaliger Kolonien und zur Restauration der Monarchie müssten die USA als Gefährdung ihrer nationalen Sicherheit betrachten. Zweitens bekräftigt der Präsident die traditionelle Politik der Nichteinmischung in europäische Angelegenheiten, und zwar solange die eigenen Interessen nicht direkt betroffen seien. Was damals kaum Beachtung fand, sollte sich später zu einem konstanten Bezugspunkt in der US-Außenpolitik entwickeln. Bis heute ist die Monroe-Doktrin ein fester Bestandteil der außenpolitischen Debatte der Vereinigten Staaten. Freilich mit wechselndem Hintergrund und freilich auch mit wechselndem Anspruch. So zum Beispiel unter Woodrow Wilson und dem Eintritt in den Ersten Weltkrieg im April 1917, als die USA erstmals mit dem Grundsatz der Neutralität auf dem europäischen Kontinent brachen. Den aus dem Krieg hervorgehenden Völkerbund sahen die Amerikaner danach allerdings wieder kritisch.
Und die Befürchtung, er könne die Monroe-Doktrin schwächen, gehörte zu den Hauptargumenten gegen einen Beitritt der Vereinigten Staaten von Amerika zum Völkerbund. Prominent auch die Erklärung von Harry S. Truman im März 1947, also nur 2 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Die sogenannte Truman-Doktrin als Erweiterung, wenn man so möchte, der Monroe-Doktrin erhob den Anspruch, jederzeit und überall aktiv werden zu können, wo die Rechte freier Völker durch direkte Drohungen und militärischen Zwang oder durch verdeckte Aktionen und subversives Agieren verletzt würden. Die Doktrin bildete den Grundsatz der amerikanischen Eindämmungspolitik. Eindämmungspolitik gegenüber der Sowjetunion. Containment war die Losung und Containment war die Basis des Kalten Kriegs. Containment war die Basis des Eisernen Vorhangs. Auch John F. Kennedy, auch für John F. Kennedy war die Monroe-Doktrin eine stehende Größe. Und sie stand Kennedy Pate für seine Risikobereitschaft während der Kuba-Krise im Oktober 1962, um die sowjetische Militärpräsenz und die Atomwaffen auf Kuba auf keinen Fall zu tolerieren. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist offensichtlich, die Monroe-Doktrin bedeutete für verschiedene Politiker und Intellektuelle zu verschiedenen Zeiten sehr vieles, nur nicht das Gleiche. Was einst wie ein Manifest panamerikanischer Solidarität klang, muss über die 200 Jahre hinweg wohl ganz nüchtern als Hegemonialanspruch in der westlichen Hemisphäre verstanden werden. Die USA sind, die USA bleiben Ordnungsmacht, die USA sind und bleiben eine Supermacht. Womit wir in der Aktualität angekommen wären. In wenigen Tagen ist es soweit, es ist wieder Präsidentenwahl und der amerikanische Isolationismus ist natürlich ein Thema. Außen- und Sicherheitspolitik ist Innenpolitik, gerade bei Wahlen in das höchste Amt. Donald Trump stellte sich 2018 in einer Rede vor den Vereinten Nationen ausdrücklich in die Tradition James Monroes und fügte hinzu, die Eindämmung des Einflusses fremder Mächte in der westlichen Hemisphäre erfordere auch eine schärfere Kontrolle ausländischer Investitionen. Eine deutliche Botschaft an die Adresse Pekings. Das wollen, das müssen wir vertiefen. Wir müssen es vertiefen mit dem Experten für Außen- und Sicherheitspolitik schlechthin. Mit Eric Guyer, dem Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung NZZ. Einflussreicher Taktgeber und intellektueller Vordenker an der Zürcher Falkenstraße. Eric Guyer, geboren 1962 in Zürich, wuchs in Süddeutschland auf. Er studierte Geschichte, Slawistik und Politikwissenschaft an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau und an der Universität zu Köln. Bei der Neuen Zürcher Zeitung begann Guyer im Jahr 1986 als Praktikant und freier Mitarbeiter. Seit 1989 arbeitete er als Korrespondent für die NZZ. Von 89 bis 92 in Ostberlin über die DDR und seit 1990 über die neuen Bundesländer. Von 92 bis 95 als Israel-Korrespondent in Jerusalem. Von 1995 bis 1998 in Moskau. Und von 1998 bis 2008 als Deutschlandkorrespondent in Berlin. Sie sehen, kein Hotspot war sicher vor Eric Guyer. Eric Guyer hat als Korrespondent die Welt bereist und kennengelernt. Anschließend wirkte Guyer in der NZZ-Auslandredaktion in Zürich
wurde 2013 deren Chef und seit dem 11. März 2015 ist Guyer Chefredakteur der NZZ. Eine steile, eine beeindruckende Karriere. Lieber Herr Guyer, herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind, dass Sie den Weg nach Luzern an die Universität, an das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik, IWP, gefunden haben. Das Wort ist Ihnen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Da ich keine Glaskugel habe, kann ich Ihnen die Frage nicht beantworten, die Sie vermutlich am meisten interessiert. Wer wird amerikanischer Präsident oder Präsidentin? Bevor Sie jetzt aber aufstehen und heimgehen, lassen Sie mich Ihnen noch kurz das Thema des Vortrages umreißen. Der deutsche Historiker Heinrich von Treitschke sagte vor 150 Jahren, Männer machen Geschichte. Inzwischen auch die Frauen. Aber diese Männer und diese Frauen können nur verstärken, was ohnehin in der Epoche angelegt ist. Hitler wäre ein verkrachter Künstler geblieben, hätte er in einem stabilen und prosperierenden Deutschland gelebt. Personen sind wichtig, aber geopolitische Machtverschiebungen sind eindeutig wichtiger. Weil sich aber Menschen für nichts so sehr interessieren wie für Menschen, fangen wir dennoch mit den Personen an. Wenigstens zu Beginn biete ich Ihnen ein bisschen Promi-Journalismus für Fortgeschrittene. Laut einer Umfrage würden rund 60% der Schweizer Kamala Harris wählen. Entsprechend voreingenommen fällt ganz häufig die Berichterstattung aus. Wunschdenken hilft jedoch in der Außenpolitik wenig. Ein realpolitischer Blick auf die Welt ist klüger. Wenn Menschen jedoch ihr eigenes Geld einsetzen müssen, sieht es ganz, ganz anders aus. Auf polymarket.com, einer großen Seite für Online-Wetten, haben 60% auf Trump gewettet und nur 39% auf Harris. Ich vermute, die Wetten sind näher an der Realität als die Schweizer. In den letzten zwei Wochen stelle ich jedenfalls einen Meinungsumschwung bei US-Kommentatoren fest. Sie gehen jetzt von einem Sieg von Trump aus, nachdem Harris in ihrer Wahrnehmung zuvor lange vorne gelegen hatte. Und Harris hat ganz klar ein Handicap. Ihr Wahlkampf war gezwungenermaßen sehr, sehr kurz. Vielleicht zu kurz, um sich unentschlossenen und weniger politikaffinen Wählern bekannt zu machen und Vertrauen aufzubauen. Kandidaturen brauchen Zeit. Und wo es an Zeit mangelt, ist derjenige im Vorteil, den alle kennen. Und das ist natürlich Trump. Aber das US-Wahlrecht bei Präsidentschaftswahlen, wo sie ein Ständemehr benötigen und nicht ein Volksmehr, ist bekanntermaßen völlig unberechenbar. Rechnen wir daher als vorsichtige Zeitgenossen mit dem, was die Schweizer für den Worst Case halten, einem Wahlsieg Trumps. An dieser Person, die alles bis zur Karikatur vergröbert und vergrößert, lässt sich nun einmal die Signatur unserer Zeit besonders gut ablesen. Wie schlimm wäre ein Wiedergänger Trump für die Außenpolitik der USA? Trump ist ein Lautsprecher, der im Weißen Haus mit allen Gepflogenheiten des präsidialen Kommands brach. Seine Reden strotzten vor verbalen Entgleisungen, haltlosen Unterstellungen und irren Übertreibungen. Ihnen folgten aber bemerkenswert wenige
taten. Er prügelte auf die Europäer ein, weil sie unzuverlässige Verbündete waren und ihr Versprechen brachen, substanziell aufzurüsten. Dennoch machte Trump seine Drohung nicht wahr, die NATO zu verlassen. Die Zusammenarbeit in der Allianz verlief in seiner Amtszeit bemerkenswert reibungslos. Der Präsident mit der vorlauten Klappe stürzte sich nie in neue Kriege und außenpolitische Abenteuer. Hallo, ich bin René Scheu, Geschäftsführer des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern. Gestatten Sie mir eine kurze Unterbrechung für einen wichtigen Appell. Wir vom IWP machen Wirtschaftspolitik für alle. Verständlich, faktenbasiert und auf den Punkt. Wie mit dem spannenden Video, das Sie sich jetzt gerade anschauen. Werden Sie Teil der IWP-Community und unterstützen Sie uns. Wie? Ganz einfach. Folgen Sie dem pochenden Herzen auf unserer Website oder auf unserer App. Und jetzt weiter viel Spaß und Erkenntnisgewinn mit dem Video. Film ab. Er stellte die Europäer nie vor die Wahl, den USA freiwillig in den Kampf zu folgen oder den großen Bruder zu brüskieren. Es gab Alleingänge bei Trump, natürlich, aber die gab es auch bei Trump. Zum Beispiel den Abzug aus Afghanistan ohne Konsultationen. Trump ließ die Europäer jedoch nur mit dem Eifer des Narzissten spüren, wer in den transatlantischen Beziehungen das Sagen hat. Und das verzeihen sie ihm bis heute nicht. Im Umgang mit Iran und Russland bewies er Weitsicht. Er kündigte das Atomabkommen mit Teheran und den Vertrag mit Moskau über das Verbot von Mittelstreckenwaffen, nachdem Russland diesen Vertrag mehrfach nachweislich gebrochen hatte. Trump reagierte konsequent auf die neuen strategischen Herausforderungen, weg vom War on Terror und den Kleinkriegen an der Peripherie, hin zur Konfrontation mit den revisionistischen Mächten China und Russland. Trumps schärfste Kritikerin, die, wie es damals hieß, Anführerin der freien Welt, also Kanzlerin Angela Merkel, lag hingegen mehrfach falsch. Und das verzeihen die Deutschen Trump erst recht nicht. Berlin weigerte sich, die Ukraine nach der Annexion der Krim militärisch aufzurüsten, was moralisch und realpolitisch ein Fehler war, genauso wie das Appeasement gegenüber Putin und die energiepolitische Abhängigkeit von Russland. Bei der Migration setzte sie auf Willkommenskultur, eher auf Mauern an den Grenzen. Heute baut auch Europa Zäune. Deutschland kontrolliert seine Binnengrenzen, Italien richtet Lager in Albanien ein, Polen sistiert das Asylrecht. Inzwischen betreiben alle eine Politik wie Trump, weil die Migration nun einmal eines der größten Probleme für alle darstellt. Trump handelt egoistisch. Er verhängte Zölle gegen China und Europa. Allerdings handelt auch Biden protektionistisch und Harris ist ohnehin eine interventionistische Linke, was sie bei der Vorstellung ihres Wirtschaftsprogramms ganz klar machte. Das Pendel der Globalisierung schwingt überall zurück, in den USA wie in Europa. Zum Beispiel verhängt die EU jetzt Strafzölle gegen Chinas E-Autos. Die Bürger in den Industriestaaten wollen mehr Schutz, mehr Sicherheit, mehr Kontrolle. Auf ganz unterschiedliche Weise haben viele das Gefühl, Verlierer zu sein. Das gilt für die USA, aber eben auch für Europa. Die Europäer wollen weniger Migration, weniger Personenfreizügigkeit. Ich glaube, Schengen wird nur in abgespeckter Form überleben. Großbritannien entschied sich für den Brexit. Der Slogan lautete »Take back control«. Und er passt perfekt in die Gegenwart. Und da ist dann noch die Schweiz.
Selbst bei der Ablehnung der 10-Millionen-Initiative stehen wir vermutlich vor einer Eiszeit in den Beziehungen zur EU. Überall in Europa legen Rechtspopulisten zu, zuletzt die AfD in Ostdeutschland oder die FPÖ in Österreich, weil etablierte Parteien die Sorgen der Bürger nicht oder zu spät aufgreifen. Die Situation in Europa, ich wiederhole mich, unterscheidet sich nicht wesentlich von der in den USA. Politische Großtrends sind nun mal wichtiger als Personen. Trump ist nur das Symptom einer tektonischen Verschiebung. Und keines der Probleme verschwindet, wenn er nicht gewählt wird. Trump wird von seinen Gegnern vorgeworfen, Isolationismus zu betreiben. Er heißt, er setze nicht die Tradition der liberalen Weltordnung fort mit Nation Building und der Förderung der Demokratie. Ihm gehe es nur um nationale Interessen. Ja, das stimmt. Aber schon Obama setzte sich nicht mehr für die liberale Weltordnung ein. 2011 beteiligte er sich nur sehr, sehr widerwillig am Sturz Gaddafis. Dabei handelte es sich um eine klassische Militärintervention im Geist der liberalen Weltordnung, bei der man vorgab, nicht die eigenen Interessen im Blick zu haben, sondern nur das Wohl der Libyer und die Förderung der Demokratie. 2012 erklärte Obama, Russland stelle überhaupt keine Bedrohung mehr dar, es sei nur noch eine zweitklassige Macht. Und er nahm das zum Anlass, um die Truppenpräsenz in Europa zu verringern. 2014, nach der Besetzung der Krim und des Donbass, lieferte Obama keine Waffen an die Ukraine, nur zivile Güter. Er wollte bloß keinen Ärger mit Russland haben. Und dann im syrischen Bürgerkrieg proklamierte er zunächst rote Linien, ließ dann aber dem Damaskus und seinem Verbündeten Putin freie Hand. Tja, und 2021 dann der überstürzte Abzug aus Afghanistan unter Biden. Kabul sah für einige Wochen aus wie Saigon im Jahr 1975. Unabhängig von Trump sind die USA nicht mehr gewillt, die Rolle als Weltpolizist und Garant der liberalen Weltordnung zu spielen. Die härteste Währung der Macht ist und bleibt das Militär. Es reden immer alle über die hohen amerikanischen Verteidigungsausgaben, aber gemessen am Bruttoinlandsprodukt gehen diese seit 70 Jahren kontinuierlich zurück. 1952 im Koreakrieg betrugen sie noch 17% des Bruttoinlandproduktes. Im Vietnamkrieg lag der Wert bei 9%. 1983, als der Kalte Krieg zum letzten Mal auf einen Peak zusteuerte, waren es immerhin noch 7%. Und nach dem Zusammenbruch des Kommunismus fiel dieser Wert auf 3%, um während der Kriege im Irak und in Afghanistan vorübergehend auf 5% anzusteigen. Und jetzt liegen wir wieder bei 3% wie 1999, also nicht wir, sondern die Vereinigten Staaten. Krisen beherrschen die Weltpolitik in der Ukraine, im Nahen Osten, Taiwan. Und dennoch sind die US-Verteidigungsausgaben prozentual so hoch wie zum Höhepunkt der Friedensdividende 1999. Vor einem Jahrzehnt gaben die USA noch so viel für Militär aus wie die nächsten 18 Länder zusammen. Heute geben sie so viel aus wie die nächsten 7 Länder. Und man kann es auch ganz konkret machen an den amerikanischen Waffengattungen. Die Navy hatte im Jahr 1960 noch 1000 Schiffe, jetzt knapp 300. Chinas Kriegsmarine ist hingegen seit 2005 von 216 auf 370
Schiffe gewachsen und sie wächst in diesem Tempo weiter. Die USA haben zunehmend Mühe, gleichzeitig Präsenz auf allen Weltmeeren zu markieren. Um Einheiten im Persischen Golf zu verstärken, wegen der Krise um Israel, Gaza und Libanon, wurden Schiffe vom Pazifik abgezogen. Bei der US Air Force sieht man genau denselben Trend. Seit 1989 hat sich die Flugzeugzahl halbiert. Weniger Flugzeuge werden immer länger genutzt. Die F-15 und 16, die Arbeitspferde sozusagen der US Air Force, sind unterdessen seit rund 30, 40 Jahren im Einsatz. Die Kampfkraft ist natürlich immens gestiegen, wie wir am Hightech der Israeli ja sehen können. Allerdings sind auch die Preise für die hochtechnisierten Waffensysteme geradezu explodiert. In diesem Rennen kapitulierte die Sowjetunion schon vor langem, aber auch die USA können sich keine totale Dominanz mehr leisten. Der angebliche Isolationismus heute ist kein Isolationismus wie in der US-Geschichte vor 1941, vor Pearl Harbor. Der Ökonom Schaltegger hat ja dankenswerterweise die Geschichte des Begriffes schon zusammengefasst, die Ihnen der Historiker Guya vorenthalten hätte. Isolationismus ist heute ein billiges Schlagwort zwecks Beschädigung des politischen Gegners und richtet sich natürlich vorzugsweise gegen Trump. Die USA können und wollen sich nicht aus der Weltpolitik zurückziehen wie im 19. Jahrhundert, als sich Washington auf den eigenen Kontinent beschränkte. Damals herrschten europäische Imperien über den Globus. Die USA waren kein Ordnungsfaktor. Heute sind sie immer noch die wichtigste globale Macht. Und Washington kassiert dafür auch eine fette Prämie. Der Dollar ist die Reservewährung der Welt. Daher besitzt Amerika die Fähigkeit zur extraterritorialen Rechtsdurchsetzung. Und was das bedeutet, erlebte die Schweiz gleich dreimal. Ich nenne nur folgende Stichworte: nachrichtenlose Konten, Ende des Bankgeheimnisses und Bußen gegen Banken. Das war Rechtsdurchsetzung in Reinkultur oder weniger nobel ausgedrückt schlichte Erpressung. Nur eines verbindet das 19. und das 21. Jahrhundert. Es gibt kein Machtvakuum. Kollabiert eine Ordnung, treten die bisherigen Mächte ab, kann es eine Zeit der Unordnung geben. Irgendwann aber kommt eine neue Ordnung mit neuen Garantiemächten zustande. Würden die USA wirklich neuen Isolationismus praktizieren, müssten sie akzeptieren, dass an ihrer Stelle jemand anderes die Ordnungsfunktion übernimmt. Und das wäre natürlich China. Das ist ausgeschlossen. Noch nie hat ein Imperium freiwillig abgedankt. Rom ist nicht aus freien Stücken untergegangen und das British Empire auch nicht. Mehrere Umfragen zeigen, dass selbst verbiesterte Trump-Anhänger wollen, dass die USA stark und gefürchtet sind. Niemand soll den USA einen fremden Willen oktroyieren können. Das ist nicht Isolationismus, sondern Egoismus. Amerika zuerst. Die Europäer haben Angst, dass Trump die NATO zerstört. Ich glaube das nicht. Die USA sind ein Imperium der neuen Art. Es hat keine Vasallen, sondern Verbündete. Sehr deutlich wird das im Pazifik. Dort können die USA den Herrschaftsanspruch Chinas nicht allein abwehren. Sie benötigen Verbündete, weshalb sie sich erst kürzlich mit Australien und Großbritannien zu einer Allianz namens AUKUS zusammengetan haben. Japan ist ein traditioneller Verbündeter in der Region, Südkorea auch.
Verbündete bleiben selbst für Trump wichtig. Aber sie sind kein Selbstzweck. Sie müssen liefern. Die Partnerschaft ist nicht auf Werte gebaut, sondern auf gegenseitigen Nutzen. Eine Partnerschaft bleibt es trotzdem. Den Nutzen bringen die Europäer allerdings nur eingeschränkt. Das ist nicht nur Trumps Perspektive, sondern war schon die von Obama. Obamas Verteidigungsminister redete schon sehr, sehr ähnlich wie Trump. Und es ist wohl auch die Perspektive von Harris. Die USA vertreten primär nationale Interessen. Sie sind nicht mehr der wohlwollende Hegemon, der sich um die Stabilität des Gesamtsystems kümmert und etwa in Europa bereitwillig und jederzeit gratis für Sicherheit sorgt. Nach dem Mauerfall 1989 herrschte eine 30-jährige Ausnahmesituation, nämlich eine regelbasierte Ordnung mit den USA als Garant und alleiniger Weltmacht. Liberale Weltordnung nannte sich das, wir haben sie schon erwähnt. Es war die Ära der Freiheit. Freihandel und Globalisierung gediehen, immer mehr Länder demokratisierten sich. Menschenrechte galten plötzlich in Weltgegenden, wo man früher noch nie davon gehört hatte, zum Beispiel Frauenrechte in Afghanistan. Und neben den USA garantierten internationale Organisationen den regulatorischen Rahmen, die UNO etwa mit den Blauhelmen, die WTO mit Schiedsgerichten. Der Westen verschrieb sich Prinzipien, hochmoralischen Prinzipien wie Nation Building und Responsibility to protect, also die Verpflichtung, Völker vor ihren diktatorischen Herrschern zu schützen. Siehe Gaddafi. Der Impetus war hochmoralisch, die Praxis aber gelegentlich reichlich imperialistisch. Der Westen erklärte den Irakern, Afghanen und anderen, wie ihr Land zu funktionieren habe. So hatten es schon die Briten im 19. Jahrhundert gehalten mit Orientalen und Afrikanern. Die liberale Weltordnung, sie ist vorbei. Heute sind wir wieder in einer Ära des Dschungels. Statt der regelbasierten Ordnung herrscht das Recht des Stärkeren. Gewaltanwendung ist wieder ein akzeptiertes Mittel der Politik. Niemand redet mehr von der UNO oder dem Blauhelmen. Man sieht es im Südlibanon. Die WTO ist weitgehend blockiert. Die USA sind in absoluten Zahlen nicht schwächer. Sie geben mehr denn je Geld für Verteidigung aus. Wirtschaftlich haben sie seit 2008 Europa outperformed. Aber in relativen Zahlen sind die USA schwächer, weil andere außerhalb Europas oder Westeuropas gewachsen sind. China ist ein ebenbürtiger Rivale. Russland hat den Zusammenbruch des Kommunismus und der Sowjetunion überwunden. Viele Staaten lehnen die liberale Weltordnung als imperialistisch ab. Und sie sind inzwischen wieder stark genug, um zu verhindern, dass die USA und der Westen wie 1990 bis 2020 ihren Willen durchsetzen können. Die liberale Weltordnung ist mausetot. Und wie so oft, wenn eine internationale Ordnung kollabiert, entsteht eine krisenhafte Phase der Unordnung. Der Ukraine-Krieg und der Nahostkrieg mit den Schauplätzen Gaza, Libanon und Persischer Golf sind Symptome dieser Krise. Es gibt keinen globalen Hegemon mehr, der Regeln durchsetzen und Regelverletzer sanktionieren kann. Putin begann den Ukraine-Krieg, weil er es ungestraft tun konnte. Manche haben es noch nicht gemerkt, dass der Wind gedreht hat. Wie Don Quixote werben die Ritter von der traurigen Gestalt, ob Joe Biden
oder sein Außenminister Blinken für die Deeskalation im Nahen Osten. Aber niemand kümmert sich darum, nicht einmal Netanyahu, obwohl Israel auf amerikanische Waffen angewiesen ist. Israel sieht jetzt nun einmal die Chance, die Hamas zu vernichten, den Hisbollah zu dezimieren und Iran zu schwächen. Es gilt das Recht des Stärkeren. Generell befindet sich die amerikanische Abschreckung in der Krise. Die USA sind nicht mehr die einzige Supermacht wie in den letzten 30 Jahren. Es gibt heute mehrere Mächte, welche die alte Pax Americana ignorieren. Russland, China, Iran und Nordkorea sind die üblichen Verdächtigen. Aber auch weniger bedeutende regionale Akteure wie die Staaten in der Sahara und in Subsahara-Afrika entziehen sich dem westlichen Einfluss. Wer zu maximaler Gewalt bereit ist, wer bereit ist, dafür einen hohen Preis zu zahlen, kann die USA herausfordern. Dass die USA eine Nuklearmacht sind, ist dabei ziemlich egal. Nukleare Abschreckung funktioniert nur unter Atommächten. Kein amerikanischer Präsident setzt die Atombombe gegen die Taliban ein. Und als es der Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte im Koreakrieg, MacArthur, ernsthaft vorschlug, im Koreakrieg eine Atombombe einzusetzen, war er schneller seines Amtes enthoben, als er gucken konnte. Die jemenitischen Verbündeten Irans, die Houthi, bringen mit Raketenangriffen im Roten Meer eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt zum Erliegen. Die USA aber wagen es nicht, die iranischen Ölexporte auch nur für kurze Zeit zu blockieren. Es ist wirklich eine Krise der amerikanischen Abschreckung. Wer zur Konfrontation mit dem Westen bereit ist, findet immer genügend Bündnispartner. In Afrika stützen sich immer mehr Länder auf Russland, Iran verlässt sich auf China, Russland, China und Nordkorea rücken zusammen. Und jetzt dienen auch noch 10.000 nordkoreanische Soldaten als Kanonenfutter für Putin. Auch wenn die Cheerleader der liberalen Weltordnung das nicht gerne hören, es ist klug, wenn die USA die neue Ordnung akzeptieren und ihre Kräfte fokussieren. Das ist kein Isolationismus. Im Gegenteil, die USA können so das erste Imperium sein, das auf diese Weise der Gefahr des Imperial Overstretch entgeht. Was ist die neue Ordnung? Sie ist ein Oxymoron, also ein Widerspruch in sich selbst. Sie ist ein kalter Krieg und sie ist kein kalter Krieg. In Europa zeigen sich Symptome ähnlich wie beim Kalten Krieg. Russland ist wieder für lange Zeit der Hauptgegner. Wie im Kalten Krieg zieht Moskau alle Register der geheimdienstlichen Wühlarbeit. Destabilisierung mit Spionage, Information Warfare, Beeinflussung von Wackelkandidaten wie Ungarn, selbst vor Auftragsmorden schreckt man nicht zurück. Auch die Schweiz ist schon das Ziel solcher Operationen geworden, doch wir haben keine ernstzunehmende Spionageabwehr und keinen ernstzunehmenden Nachrichtendienst. Das ist die perfekte helvetische Schlaumeierei. Was man nicht untersucht, existiert nicht. Gegenwärtig ist es sogar schlimmer noch als im Kalten Krieg. Und ich verlasse jetzt die Schweiz wieder, bin wieder in ganz Europa. Es gibt kaum noch Kontakte zwischen dem Westen und Russland. Auch die Rüstungskontrolle ist zusammengebrochen. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges begrenzte sie die Risiken. Eine gegenseitige Vernichtung ist immer noch möglich, aber nichts, wirklich nichts, begrenzt mehr die Risiken.
Trotz dem Ukraine-Krieg brauchen der Westen und Russland verbindliche Spielregeln für ihr Verhältnis. Die Politik versagt dabei, diesen Rahmen zu entwickeln. So verstehe ich es nicht, warum die deutsche Regierung zum Beispiel nicht den Draht von Ex-Kanzler Schröder zu seinem Kumpel Wladimir nutzt. Nur für alle Fälle, wenn man eines Tages reden muss. Diskrete Gesprächskanäle und militärische Hilfe für die Ukraine sind zwei Seiten einer Medaille. Gegen Moskau hilft jetzt nur Härte. Die Ukraine brauchen mehr und vor allen Dingen weitreichende Waffen. Dennoch wird eines Tages die Zeit für Diplomatie kommen. Ein Beispiel ist auch die angebliche Friedenskonferenz auf dem Birkenstock. Es war eine Konferenz ohne Russland. Die Guten klopfen sich auf die Schultern und schließen dem Bösen aus. Frieden schließt man bekanntlich jedoch nur mit Feinden. Der größte Fehler westlicher Außenpolitik lautet zu viel Gesinnung, zu wenig Realpolitik. Was den Pseudo-Kalten Krieg in Europa vom früheren Kalten Krieg unterscheidet, der neue Kalte Krieg ist nur regional europäisch. Der alte war global. So haben wir keinen Kalten Krieg mit China. Peking ist ein Rivale, aber es existiert ein enger wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Austausch. Es herrscht auch ein relativ freier Reiseverkehr. Touristen benötigen in China nicht einmal mehr ein Visum. Sie erinnern sich vielleicht noch an den Kalten Krieg, wenn man am Checkpoint Charlie in die DDR wollte. Ich habe das häufig gemacht. Handel und Investitionen finden auf hohem Niveau statt. Zugleich schotten sich die USA und mit ihnen Europa in einigen Bereichen ab. Hightech-Chips, kritische Infrastrukturen wie Telekommunikation, zunehmend auch E-Autos. Aber es ist nicht das Decoupling, von dem man vor einigen Jahren noch geredet hat. Verschämt heißt das, was jetzt stattfindet, De-Risking. Und China ist auf andere Weise ein totalitäres Regime als die Sowjetunion. China kapselt sich nicht ab, es will Teil der Weltwirtschaft sein und sieht die Integration als Voraussetzung für seinen Aufstieg. Die KP nennt sich kommunistisch, ist aber eigentlich ein kapitalistisch-kommunistisches Mischwesen. Sie hat keine stringente Ideologie. China strebt nicht nach der Weltrevolution. Anders als der Marxismus-Leninismus betreibt Peking keine Missionierung. China ist bei der Wahl der Partner nicht ideologisch, sondern relativ pragmatisch. Auch in der Außenpolitik vertritt China keine kommunistische Heilslehre. Peking ist nationalistisch, nicht internationalistisch und betreibt eine reine Machtpolitik. Der Kalte Krieg war in der Vergangenheit bipolar, die Konfrontation zweier Supermächte und Atommächte. Die liberale Weltordnung war dann unipolar mit den USA an der Spitze. Heute treten unterschiedliche Akteure auf. Die USA, China, Russland, EU und Indien. Ferner gibt es Blockfreie wie Südafrika oder Brasilien, die sich heute, anders als im Kalten Krieg, der Vormundschaft der Großmächte entziehen können. Die Welt heute ist multipolar und multidimensional. Sie sehen, es ist ein sehr komplexes System und deshalb äußerst instabil. Die neue Ordnung ist nicht einmal eine Ordnung. Bis sich eine stabile Ordnung ausbildet, wird einige Zeit vergehen. Es ist wie im Labor, es knallt und es stinkt. Das macht den krisenhaften Charakter der Gegenwart aus. Wir haben uns an Ordnung gewöhnt, erst im Kalten Krieg, dann in der liberalen Weltordnung. Aber solche
geopolitischen Ordnungen sind nicht selbstverständlich, wie gerade die europäische Geschichte zeigt. Die im Westfälischen Frieden geschaffene Ordnung dauerte von 1648 bis 1789. Dann folgten die Napoleonischen Kriege. Der Wiener Kongress brachte Europa eine lange, lange Phase der Ruhe von 1815 bis 1914. Dann versank der Kontinent für 30 Jahre in Flammen. Die Potsdamer Konferenz 1945 und die 2+4 Verhandlungen 1990 schufen eine Ordnung, die von 1945 bis 2020 Bestand hatte. Jetzt herrscht wieder Krieg. Und wann wird Europa eine neue Friedensordnung erleben? In 30 Jahren? Wir wissen es nicht. Der erste Lackmustest wird der Ausgang des Ukraine-Krieges sein. Es herrscht ein brutaler Abnutzungskrieg mit hohen Verlusten auf beiden Seiten. Russland verliert pro Tag bis zu 1000 Mann an Toten und Verwundeten. Der Kreml hat trotz allem mehr Männer und mehr Material, aber die Ukrainer kämpfen mit dem Mut der Verzweiflung. Biden hat bisher kein Rezept für einen Sieg über Russland. Seine Politik ist durchaus widersprüchlich. Die USA liefern Waffen, aber nur unter sehr restriktiven Bedingungen. Und Biden tut zugleich alles, um eine direkte Konfrontation der Atommächte zu vermeiden. Das ist das Kalkül führender Mächte. Das Gleichgewicht der Großen ist ihnen wichtiger als das Schicksal der Kleinen. Wie also Frieden? Die Schweiz träumte auf dem Birkenstock vom neuen westfälischen Frieden. Die Bundesräte Cassis und Amherd in den Rollen der Kardinäle Richelieu und Mazarin. Die schöne Idee, dass eine Friedensordnung, eine dauerhafte Ordnung etabliert, ist jedoch sehr unwahrscheinlich. Stattdessen sieht das plausibelste Szenario so aus. Die Gegner kämpfen sich müde. Irgendwann gibt es eine provisorische Feuerpause oder einen längerfristigen Waffenstillstand. Das ist keine dauerhafte Ordnung, kein Frieden. Kiew und Moskau halten an ihren unterschiedlichen Rechtsauffassungen fest. Daher gibt es auch nicht eine anerkannte Grenze, sondern nur eine Demarkationslinie. Kiew verzichtet nicht auf die verlorenen Gebiete und Moskau zieht sich nicht zurück. Die zentrale Aufgabe wird dann darin bestehen, den prekären Waffenstillstand zu managen. 2014 handelten Berlin und Paris mit Moskau eine Waffenruhe aus und dann kümmerten sie sich nicht mehr richtig um die Ukraine. Es war die perfekte Einladung an Putin zu neuer Gewalt. Nötig sind jetzt westliche Garantien für die Ukraine. Die USA werden Kiew jedoch nicht in die NATO aufnehmen, denn im Zweifelsfall müssen dann die amerikanischen Streitkräfte die Ukraine verteidigen. Es gibt stattdessen wahrscheinlich mehrere Ebenen von Garantien, militärisch, politisch, wirtschaftlich, aber alles unterhalb der Ebene von Artikel 5, also der NATO-Beistandsverpflichtung. Auf westlicher Seite ist natürlich die Rolle der USA zentral. Und wir rätseln alle, was ein Präsident Trump tun würde. Lässt er die Ukraine fallen? Schließt er einen Deal mit Putin? Trump ist unberechenbar und er hat eine seltsame, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, Vorgeschichte mit Zelensky. Aber Trump lieferte als Präsident Panzerabwehrraketen an die Ukraine. Obama hatte die Javelin noch verweigert. Ist Trump die Ukraine egal? Viele Leute behaupten das.
Und vielleicht stimmt es auch. Definitiv nicht egal ist Trump, jedoch eines. Trump. Who lost Ukraine? Eine solche Debatte führt kein Präsident und keine Präsidentin gern. Gewinnt Putin, resultiert daraus ein erheblicher Ansehensverlust für die USA. Vietnam liegt dann nicht am Mekong, sondern am Dnieper. Jedes Szenario, in dem sich Putin durchsetzt, ohne dass die Ukraine wenigstens den territorialen Status quo sichern kann, schwächt die USA und Europa sowieso. Aber Trump will nicht schwach aussehen. Dasselbe gilt im Übrigen sicher auch für Harris. Die USA werden also vermutlich einen vorsichtigen Kurs beibehalten. Harris fällt das vom Temperament her gewiss leichter. Trump hingegen neigt zur Disruption, das ist wohl wahr. Aber jeder Deal, bei dem er die Ukraine opfern würde, fliegt ihm innenpolitisch um die Ohren. Welches Interesse sollte Trump haben, ein solches Risiko einzugehen? Aus amerikanischer Sicht ist ein Waffenstillstand, wie prekär auch immer, entlang der jetzigen Frontlinien eindeutig die bevorzugte Variante. Washington wird dann die russischen Gebietsgewinne nicht formell anerkennen, aber man wird sie hinnehmen und den endgültigen Friedensschluss vertagen. Die Geschichte Deutschlands nach 1945 bildet genügend Anschauungsmaterial, wie man sowas macht. Und um diese Lösung zu erreichen, wird Trump und sicher auch Harris notfalls Druck auf Kiew ausüben. Die Reden, die Ukraine müsse gewinnen und jeden Quadratzentimeter Boden zurückerhalten, einschließlich der Krim, sind längst Altpapier. Jetzt geht es nur noch um einen Waffenstillstand und um eine Lösung, die langfristig eine Konfrontation der Nuklearmächte verhindert. Denken Sie immer an die Logik der Großmächte. Ihr Gleichgewicht ist ihnen wichtiger als das Schicksal der Kleinen. Das ist nicht schön. Das ist sogar amoralisch, aber es ist Realpolitik. Entscheidend wird ohnehin sein, wie Moskau sich verhält. Solange Putin glaubt, er erziele mit fortdauernder Aggression einen höheren Gewinn als mit einem Waffenstillstand, wird er weiter pokern, solange ihm die Ressourcen langen. Der Schlüssel zum Frieden liegt in Moskau, weit, weit mehr als in Washington. Am Schluss stehen wir also dort, wo wir schon am Anfang waren. Wir haben keine Glaskugel. Was Amerika und was Russland machen, lässt sich allenfalls erahnen. Deshalb müssen die Europäer selbst für ihre Sicherheit sorgen. Auch die Schweiz. Eine Belastung wie im Kalten Krieg, also Verteidigungsausgaben in der Höhe von 3, 4 bis zu 5% des Bruttoinlandproduktes sind für die NATO realistisch. Die Schweiz, wie immer eine Insel der Glückseligen, wird weniger ausgeben. Aber auch hier werden die Verteidigungsausgaben steigen. Noch herrscht ein wildes Durcheinander in der Frage, wie man da zu den Erhöhungen kommt, ohne die Schuldenbremse zu gefährden. Da gucke ich jetzt den Herrn Schaltegger an. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis der passende Kuhhandel gefunden sein wird. Eines ist dabei gewiss, billiger wird's nicht. Ich danke Ihnen. Merci. Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Thomas Studer. Ich arbeite am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern und bin dort unter anderem für diese Videos zuständig. Sie haben das ganze Video bis zum Schluss geschaut.
Kompliment. Ich folgere scharf daraus, Sie interessieren sich für wirtschaftspolitische Themen. Klicken Sie sich doch durch unseren Kanal, dort finden Sie mehr davon. Oder noch besser, abonnieren Sie ihn gleich. Dank Ihrer Unterstützung erreichen unsere Inhalte eine immer breitere Öffentlichkeit. Herzlichen Dank.